Hallo, hier ist Vanya und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Labor. Wir haben letzte Folge einen Hinweis für das Farbenrätsel gefunden. Das heißt, falls wir das diese Folge finden, wissen wir Bescheid. Und genau, wir haben die meisten unserer Schlüssel schon benutzt. Falls ihr letzte Folge noch nicht gesehen habt, dann guckt sie euch unbedingt hier oben rechts vorher noch an, damit ihr wisst, auf welchem Stand wir sind. Und genau, lasst uns weitermachen. Was sollen wir als nächstes machen, gefühlt? Okay, ich sage... Ich habe einen Kabinett-Key. Ich habe noch diesen Inside-Storage-Key und du hast einen Cabinet-Key. Wo ist ein Kabinett? Ich glaube, das war Kabinett waren aber die Truhen, oder? Von den Leuten. Steht da ein Name dabei? Oder ist es einfach nur irgendeine Truhe? Wir sind nur damals diese... Wir brauchen, glaube ich, mehr ID-Sachen. Ich glaube auch. Die waren eigentlich in irgendwelchen Random-Kisten. Bathrooms, Computer Lab, Conference Room. Da kommen wir aber nicht richtig rein. Warte, können wir irgendwie gucken, ob wir in den Boiler Room kommen? Ist jetzt die Frage. Aber ja, ich weiß. Brauchen wir auch wieder einen Schlüssel. Haben wir alle PCs gedrückt? Ja. Ich glaube schon. Ziemlich sicher. Wir haben jetzt vor, okay? Wir können probieren, vielleicht einfach random vielleicht das Rätsel zu lösen. Ich meine, wir haben einen Code schon, aber dann gibt es immer noch zu viele Kombinationen, glaube ich. Ich hab's gehört. Warte. Hast du was gemacht? Ich habe einen Button gedrückt. Deswegen will ich es jetzt nicht ruiniert haben. Keine Ahnung. Warte, hier sind Pfeile hoch und runter, aber das hat wahrscheinlich nichts zu sagen. Okay, ganz ruhig. Ronja, ich bin ein Kryptologe, okay? So, ich probiere mal das hier, so. Okay, das ist es nicht. Dann machen wir mal das. Das muss irgendwie gehen. Irgendwie muss es gehen. Ey, das ist gefühlt die schlechteste Methode, die wir gerade machen können. Wir haben 999 Möglichkeiten. Nee, Quatsch haben wir nicht. Das ist Quatsch. Ich denke die ganze Zeit wegen Zahlen. Nee, Quatsch. So viel ist gar nicht. 3 mal 2 mal 1. Warte mal. Ist egal, wir kriegen das hin. Und ich weiß natürlich nicht, was wir sonst machen sollen. Es muss das doch irgendwie gehen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich glaube auch nicht. Schau dich mal noch ein bisschen um. Okay, es gibt doch irgendwo ein Kabinett oder irgendwas, was bringt. Es gibt bestimmt irgendwas. Warte mal. Es kann nicht so schwer sein. Ich meine, es ist ja auch für Leute gemacht, die keine Meisterdetektive sind. Wie wir jetzt welche sind. Also, ja, also ja. Eigentlich muss man schon... Hier sind leere Glasflaschen drin. Die hat wohl irgendjemand hier abgestellt. Ich versuche einfach nochmal alles zu drücken. Ich gehe nochmal in den Raum hier hinten mit dem Lüftungsschacht. Oh, warte. Ah, nee, hier kommt man nicht rein. Hast du was? Ich habe gedacht, ich komme in den Lüftungsschacht, aber du ein Kabinett findest nicht. Oder so. Ja. Irgendwas ist einfach, wo steht Cabinet locked, meinst du? Oh mein Gott! Bist du ein Mastermind? Ich. Alles klar. Ich komme, ich habe jetzt legit erste Farbe, dann zweite Farbe. Ich habe alles durchprobiert. Hallo, Mr. Hackerman. Ich freue mich, mit ihm zu arbeiten. Oh mein Gott, ich bin ein Hacker. Jonathan's Cubicle Key. Nice. Jonathan war ganz am Anfang links, oder? In dem Raum. Ich bin niemand, der die Maps aus dem Spiel hat das so gemacht. Oh mein alles Gott. Alles klar, Leute. Oh mein Gott, okay. So, okay. Jonathan's Cube. Das ist schon mal stark. Der gibt uns bestimmt jetzt, was wir brauchen. Jonathan lässt uns in den Boiler Room. Ja. Yeah. Das ist jetzt der Speedrun. Das ist der Speedrun. Wir nehmen das jetzt als Speedrun auf, okay? Alles klar. Stanley ist hier. Sally. Was haben wir hier? Ronin. Hinten? Lee. Tyler. Die gleichen Namen. Jonathan. Conference Room Aki. Okay. Jordan ist auch noch locked. Also J-A-R-D-O-N. Ha, Jardon. Hier hinten können wir jetzt rein, schau mal. Okay, wo? Ey, jetzt haben wir es, Ronja. Oh, warte, wir kommen in den Conference Room. Das ist stark. Ich glaube, wir sind einfach... Warte mal, Raum A. Links. Das ist B. Ja. Okay, sehr stark. Du musst einfach nur den Key in der Hand halten, dann geht's. Okay. Komm, hier sind dann schon die ganzen Business-Leute. Okay, hier sind die ganzen... Da rechts ist eine Truhe. Hier ist ein Lüft im Schacht. Conference Room A ist locked. Warte, Executive Office Ausweis. Okay. Oh mein Gott, hier ist nichts, das ist gelockt. Oder warte, nee, du hast es. Conference Room A, oder? Hast du? Kommst du da ran? Conference Room A-Key? Nein, du brauchst Conference Room A-Chest-Key wahrscheinlich. Aber ich hab schon was, komm mal, wir können jetzt weiter. Okay. Ey, das wird... Das wird der Speedrun, machen, wir knacken die Zeit. Doch, schau mal, jetzt macht alles Sinn, okay? Okay, wir gehen jetzt ins Executive Office. Und hier haben wir nämlich jetzt hier erstmal... Hast du den Key für die Schlüssel? Was rede ich? Den Key für die Truhe. Ich hab irgendeinen, warte mal. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige. Wir haben den Code hier für den Safe. Aber den können wir gar nicht eingeben, oder? Ja, doch, warte mal. Warte, hier ist noch eine Truhe. Gibst du einen und ich sag's dir? Was ist hier drin? Ich kann sie nicht öffnen, sie ist auch verlockt. Okay, hast du jetzt im Chat den Dings? Was? Drück mal den Knopf. Ja, okay. Ich habe 2301. 2-3, warte. Wie kann ich tippen? Einfach draufdrücken auf die, 2301. Ist nicht richtig. Echt, geh mal weg. Was hab ich mir aufgeschrieben? Hast du dir nichts daran? Ah, nee, ich bin dumm. Ich bin dumm, warte mal. Alles klar, das ist hier Schiebung. Ich krieg jetzt 3, falsche 1. Passwörter gesagt. Ja. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Oh, Diamant!
Okay, wir haben zwei Schlüssel. Konfirmationsroom A und Boiler Room. Okay. Ich nehme die Dias mit. Das ist Taschengeld. Aber drüben. Okay. Warte, da gehen wir jetzt erstmal wieder hin. Okay, ich lege mal alle, die wir schon mal nicht mehr brauchen, lege ich mal weg lieber. Ja, versuche ich auch zu machen, aber ich glaube, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich habe noch ein Passwort Entschlüsselungsding. Nee, wir müssen jetzt zum Boilerraum, oder? Wir müssen erstmal zum Conference Room A, der war ja hier hinten. Da können wir nämlich in die Kiste. Ja, aber wo wir schon drin waren. Ja, aber nee, die Kiste. Ich hab's Gefühl, jetzt geht das richtig los. Jetzt haben wir den Locker 103 Key. Hä? Ich weiß nicht. Okay, egal, komm mit. Okay, ich bestimmt irgendwo Spind oder so. Ja, genau. Aber okay. Das finden wir noch. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt gehen wir nämlich in den Lüftungsschacht, liebe Freunde der Nacht. Oh ja, und dann können wir. Ich glaube, sobald wir. Wenn wir das Lüftungsschachtsystem erschlossen haben. Oh yeah. Haben wir erstmal 1000 mehr Möglichkeiten. Okay, komm hier, Boiler Room. Ich habe noch ein Passwort Aufschlüsselungssystem für 0x Hashtag und Fragezeichen. Oh ja, stimmt, genau. Das kommt bestimmt auch noch. Backstorage? Okay, Box. Ich bin mir ziemlich Boiler sicher, Room? Dass dein Storage die funktionieren sollen draußen. Hier nee, ist nee, Room. Nee, da stand Inside. Wohl, vielleicht. Da. Nimm den in die Hand. Hab ich den? Achso, ja. Direkt davor gehen, ja. Okay, alles klar. Wir sind jetzt gleich. Oh, das ist. Ah, warte, okay. Hier hoch geht's zu Security und hier runter geht's ist zu. Drin? Weiß ich nicht. Ist auch nix. Hast du alle Knöpfe gedrückt? Ja. Vent Heating. War die hinten in der Kiste war nichts drin? Nee. Nein, die waren alle leer. Okay, was ist das? Das sieht auch aus wie so ein rätseliges Ding. Oh! Hier sind Spinnenweben. Okay. Locker! Bist du hoch oder runter? Ja, locker 103 ist locked. Hast du den? Ja, hab ich. Warte, oh wo bist du? Oh mein Gott, wir sind die Besten. Wo bist du? Unten. Ah, unten, okay. Locker 103. Die letzte grüne Kiste. Die letzte, okay. Wir haben Stanley's Cubicle Key gekriegt. Okay. Stanley oh, ich weiß, was ganz das ist. Warte, ist hier hinten eine Kiste für dich? Nee, ich schau nur. Im Konferenzraum. Ja, das war. Okay, warte mal. Was ist hier oben? Wollen wir jetzt erst zu Stanley oder wollen wir erst. Security Room ist hier. Ich sollte es nur mal für gewisse Mal, wo wir hin müssen, wenn wir was brauchen. Ja. Ey, das ist also, okay, der Security Room. Ich spiele selten Puzzle Maps, aber. Es geht eigentlich. Es geht. Also, wir haben immer eigentlich was zu tun. Das stimmt. Wenn man. Der Typ hat aber auch einen Pool hier drin. Was? Oh lol. Das bestimmt, das sieht aus wie ein Puzzle. Der die ganzen Tränke und Sachen da hat, das sieht aus wie ein Puzzle. Okay, wir haben. Okay, ab geht's. Für Boiler Room, den brauchen wir später nochmal. Stanley gucken wir jetzt. Irgendwo in der Mitte. Und dann haben wir noch den Inside Delivery Storage Key. Hier ist Stanley, bei mir. Das haben wir schon. Okay, Stanley, komm ich. Stanley, das? Nee, das hier, wo ich stehe. Hallo. Help Dan, the man. Okay, Stanley's Truck Key. Raus geht's! Ja! Auf geht's! Oh, wir finden den Schlüssel für da! Oh, jetzt haben wir den Schlüssel für da! Aber das ist. Ich meine, das ist ein guter Spielflow. Ja, eigentlich schon! So, Stanley's Truck war der hier, oder? Der hier. Oder? Es gab doch das andere, aber auch verschlossen. Quantum Labs, I don't. Ja. Ah, ja, genau. Warte. Bist du ran, oder? Specimen Egg. Ich habe noch Specimen und ich habe Delivery Zone ID Badge. Ach, warte, noch ja. Eine dritte? Ein Boot ist hier drin. Hä? Ein was? Ein Boot? Test Tube Palace. Ich schau, ob irgendwo hier hin was ist. Für unsere. Okay, für unseren Code. Wir auch nicht mehr. Delivery Zone. Ist das hier Delivery Zone? Ja. Komm her. Okay, warte. Nice. Kommen wir jetzt da rein? Jetzt. Oh, warte, dann komme ich in den nächsten Raum dahinter rein mit meinem Schlüssel. Inside Storage, ja! Oh, holy moly, ist es dunkel bei mir. Ich sehe überhaupt nichts. Oh ja. Warte kurz. Warte mal, ganz kurz, ich kann schnell machen. Ja, Effekt, Give All, schau mal, Minecraft, Night Vision. Nur damit wir ja, ein bisschen was sehen. Sonst, ich meine, sonst ist es ja kein Schummeln. Wir wollen ja hier nur. Warte, ich komme hier nicht rein. Wieso komme ich hier nicht? Achso, ich habe den falschen Schlüssel in der Hand. Ja, okay, wir haben jetzt Lab 7 ID Badge gekriegt. Oh, nice. Und ich gucke gerade, was ist das hier noch? Battery, wir haben eine Battery. Okay. Und das war's. Hier ist überall noch nix drin. Ich öffne gerade hier. Bücher. Ich bin so froh, dass wir den Kram irgendwann einfach weggeschmissen haben. Lever kann auf Diorite platziert werden. Oh, okay. Aber ich glaube, das ist Iron ist und weißer Block. Ja. Das Einzige, was ich bis jetzt hatte, war Gold. Hier sind Crafting Tables. Das müssen wir uns merken, weil ich habe nämlich. Ich brauche noch einen Stick oder Bow Piece, dann kann ich mir einen Bogen craften. Dann können wir, glaube ich, hinten das aber später lösen. Du bist ja so clever. Mitgedacht. Ey, alleine. Ich hätte diese Map allein so verkackt. Hundertprozentig. Okay, wir gehen jetzt hoch. Ich wäre erstmal voll lost gewesen. Was hast du? Archiv Books from Opening Year to Present Day Label. Okay, das bringt uns gar nichts. Oh, warte, wir können den PC drücken. E-Mail von David. Oh, warte. Lab Code. Radiergummi, Notes. Oh, warte mal. Ist der Code fürs Labor. Radiergummi, ja. Und weiter? Zweimal Notes.
Notes. Nur drei Sachen? Ja. Radiergummi, Notes, Also brauchen wir doch die Radiergummis. Oh, okay. Oh, ich habe alle in irgendeine Truhe gelegt. Ich auch, ich habe meine alle weggeschmissen. Okay, das heißt, wir brauchen nur ein Radiergummi. Aber ist okay, ist okay. Also wir gehen jetzt erstmal ja eh Lab 7, oder? Lab 7, genau. Ey, wir sind hier noch so zurück. Viel mehr. Ja, das ist richtig angenehm. So, wir gehen jetzt erstmal zu Lab 7. Das war hier in die Richtung, glaube ich, wo die ganzen Labs waren. Ja, hier ist ja, Lab 1, ganz am Ende. Zwei. War das der mit dem Pool? Ja, kann sein. Warte, hier ist Lab 5, das heißt hier... Ja, ich bin hier mit dem Pool, ja. Nee, hier ist 7. Hier ist 7, okay. Komm rein. Warte, hier ist ein Knopf, da passiert aber nichts. Warte, siehst du hier schon irgendwas? Ah, warte, hier geht's hinten weiter. Hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Hier brauchen wir irgendeinen Code. Warte mal. Ist hier irgendwo Diorite? Oh, gute Idee. Das ist so ein hellweißer Block, so ein weißer Stein. Ja. Also weiß? Nee, ne? Backroom Storage, Kabinett Key. Ne, meine Keys gehen nicht. Nee. Okay, was bringt uns das jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. Ich schau mal, wo ich Diorite finde. Hast du dir aufgeschrieben wegen dem Radiergummi? Ja, aber ich weiß nicht, wo das ist. Okay, ja, ich auch nicht. Also stand irgendwas dabei, oder? Habe ich dir nicht gesagt? Lab oder so? Was? Lab Code. Stand das dabei? Du hast ja noch einen Chat. Kannst du aufmachen? Achso, lol. Genau, Lab Code ist richtig. Wie Lab Code? Lab Code. Da steht einfach Lab. L-A-B. Back Storage. Ah, ich habe das Gefühl, irgendwas verpassen wir. Achso, ja, das ist sogar gut, weil der eine E-Mail-Typ hat doch gesagt, so, ja, hey, wie sieht's mit dem Labor aus, wegen dem Code? Und dann hat er gesagt, der wurde gerade resettet. Und das ist jetzt scheinbar der neue Code, oder? Ist es richtig? Radiergummi und so, oder was? Ja, das ist der neue Code, das mit den Radiergummis. Aber das war ja die eine E-Mail. Wir den ein? Das finden wir bestimmt. Da kommen wir bestimmt irgendwie über die Boiler Room Vents. Warte. Wo ist der Boiler Room nochmal? Wollen wir da nochmal hingehen? Dann können wir über den roten Schacht jetzt in die Lüftungsschächte klettern. Wenn das geht, aber ich glaube, da ist doch kein... Vielleicht muss man das öffnen, oder? Okay, ich weiß nicht, wo genau. Wir sind ja noch nicht alles abgegangen. Ist es jetzt alles immer auf? Vent-Heating. Genau. Ich glaube, hier muss man hochschwimmen, meinte der, oder? Genau, da muss man hoch. Aber da kommt man jetzt nicht rein, oder? Wie komme ich denn da rein? Theoretisch ist das richtig. Ich schau mal. Warte, kann man hier vielleicht noch irgendwas platzieren? Oh ja, das war... Hey, kann man das innen geben, das Soundgrid? Nee, das ist bei mir in der Wohnung. Also. Sorry. Ja, aber ich suchte auch die ganze Zeit nach einem weißen Block, aber ich finde nichts. Ja, lass mal umschauen. Das ist natürlich jetzt erstmal schwach. Hier ist unten auch nichts mehr. Also unten haben wir abgegrast. Ich schau mal. So, uns ist gerade klar geworden, dass wir noch einen Lab 1 Chesky haben. Ja, wirklich. Eventuell nicht. Oh, Lab 4 ID Badge. Okay. Ja, okay. Sorry. Okay, jetzt können wir nämlich in Labor 4. Wir waren nämlich stuck. Also ohne Witz. Leute, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So. Auf geht's. Labor 4, jetzt gehen wir hier rein. Bam. Okay, Speedrun wurde nichts. Wir haben leider gekauft. Mehr Speedtranke. Speedtranke, Ronja. Oh, okay. Oh, warte. Da sind Fragezeichen und Rauten und sowas. Ja. Komm. Jetzt haben wir es. Jetzt geht's los. Write the password in this book. Passwort. Wir brauchen ein Passwort von 0 bis 3. Hier ist es doch. Das steht doch da. Links an der Wand. Das hat mehr Buchstaben. Oh, nee. Warte mal. Nee, das ist das, wofür du die Dings hast. Die Übersetzung. Okay. Mach du die Übersetzung, okay? Ich schreibe. Also, 0 ist gleich 0. Place the book back. Warte kurz. Make sure the only written thing... Okay, passt. Okay. 0 ist gleich 0. Okay, warte kurz, ich muss gerade alles löschen aus dem Buch. Okay. 0 ist 0, okay? X ist 1. Was ist Hashtag? 2. X ist 1 und Fragezeichen ist 3. Ja. 0 ist 0? Ja. Und Fragezeichen 3? Ja. Ja! Beast Mode! Yes! Okay, wir haben... Oh, ich hab einen Diamant! Oh, warte! Ich kann mir einen Bogen craften. Bitte sag, dass du die Diamanten vorhin mitgenommen hast. Hab ich mitgenommen. Danke. Ja. Nice. Okay, perfekt. Hier waren zwei Stacks Pfeile und ich kann mir jetzt einen Bogen craften. Okay, nämlich ich glaube, wir brauchen nämlich die Diamantblöcke selber craften am Ende. Das kann sein. Weil da ist ja auch ein Crafting Table und wir müssen ja später, um das Portal zu öffnen, müssen wir 3 Batterien auf 3 Diamantblöcke setzen. Komm her, auf geht's. Jetzt haben wir den Durchblick. Jetzt, wir sind komplett, wir wissen, was wir tun. Wo ist ein Quarzpiller? Ja, das ist eine gute Frage.
Das war's mit dieser Folge Minecraft Labor. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir einen Kommentar und lasst mir einen dicken Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!